Unser Jahreshoroskop 2023 zeigt dir, dass das neue Jahr im Zeichen des Planeten Mars steht, der als himmlischer Garant für übermenschliche Stärke, Sicherheit, Kraft und Energie gilt. In der Astrologie ist der rote Planet, der nach dem erfolgreichen Kriegsgott Mars benannt ist, einflussgebend für die Sternzeichen Widder und Skorpion, neben Pluto. Von Mars betonte Menschen sind selbstbewusst, willensstark, sportlich, scheuen keine Herausforderung und werden kampflustig, wenn man sich ihnen in den Weg stellt. Im neuen Marsjahr 2023 erleben wir nun alle, unabhängig von unserem eigenen Sternzeichen, ein wenig mehr von dieser unwiderstehlichen Energie in unserem Alltag, die dynamisch ist wie das Leben selbst. Mehr Feuer und Passion, mehr Antriebsstärke und Motivation. Besonders stark bemerken das natürlich die Marskinder Widder und Skorpion, für die 2023 ein Jahr der Superlative sein wird. Doch auch alle anderen Sternzeichen profitieren vom Mars-Einfluss. Nun folgt das Horoskop für alle 12 Sternzeichen. Widder. Der Widder ist ein feuriges Kardinalzeichen und will im Marsjahr 2023 seine eigenen Grenzen, die ohnehin weit gesteckt sind, noch weiter ausdehnen. Jupiter steht ihm bei seinem Expansionsdrang unterstützend zur Seite, sodass nun in der Karriere ein Meilenstein nach dem anderen erreicht wird. Die berufliche Selbstständigkeit ist auch ein Thema, das jetzt mit Bravour angegangen werden könnte. In der Liebe ist besonders die Zeit zwischen Januar und Anfang Mai interessant, wenn mehrere Planeten im Widder stehen und sein Charisma zur Übermenschengröße steigern. Leidenschaft garantiert, aber auch Eifersucht. Gesundheitlich sollte der Widder sich hüten, sich durch den starken Marsantrieb zu sportlichen Höchstleistungen antreiben zu lassen, sofern es ihm an Kondition fehlt. Überanstrengung und Erschöpfung sind die Konsequenzen. Stier. Der Stier ist ein erdbetontes Fixzeichen und liebt ein langsames, ruhiges und bedächtiges Vorgehen auf allen Gebieten. Eine Besonnenheit, die aber mit der feurigen und oft impulsiven Marsenergie des Jahres 2023 zusammenprallt. Für ihn wird es im neuen Jahr schwierig, mit all der Wettbewerbsstruktur, Besserwisserei und teils aggressiven Dynamik im Außen zurechtzukommen und seinen Platz zu behaupten, ohne seine eigenen Werte zu verraten. Besser werden die Zeiten jedoch ab Mitte Mai, wenn Glücksplanet Jupiter im Stier steht und sowohl die Beziehung als auch den Beruf stabilisiert. Dann sind große Fortschritte möglich, die dauerhaft Erfolg bringen. Gesundheitlich sollte der Stier darauf achten, dass ihn der Aufruhr auf den Magen schlagen kann und Stress zudem psychosomatisch seine Schwachstellen, Hals, Allergien reizen könnte. Zwilling. Die Zwillinge sind ein luftbetontes Bewegungszeichen und tanzen oft buchstäblich auf mehreren Hochzeiten, weil sie so vielseitig und gesellig sind. Im Marsjahr 2023 ist diese Umtriebigkeit nochmals verstärkt. Manch ein Zwilling will gar nicht mehr zu Hause anzutreffen sein, weil ihn sein gesellschaftliches und berufliches Leben so sehr in Beschlag nimmt. Die Marsenergie wirkt wie ein Antreiber und spornt ihn zu immer neuen Kontakten, Unternehmungen und auch Erkenntnissen an. Uranus im Stier bringt dem Zwilling zudem gute Ideen, die er im Beruf oder im Geschäft umsetzen kann. In der Liebe sollte er seine Aufmerksamkeit jedoch auf eine Person konzentrieren, sonst könnte er einen wertvollen Menschen verlieren. Gesundheitlich muss der Zwilling darauf achten, dass er nicht durch nervöse Unruhe, zu der Uranus und Mars Quadrate führen können, Fehler begeht, etwa beim Autofahren. Krebs. Der Krebs ist ein wasserbetontes Kardinalzeichen und kann vom Marsjahr 2023 dahingehend profitieren, als er mit seinem Gegensatz konfrontiert wird. Er ist ganz weibliche, mütterliche Energie, Mars ist durch und durch maskulin. Im rasanten Marsjahr lernen Krebse, ihre eigenen männlichen Seiten stärker anzunehmen und nötigenfalls auch in die Konfrontation zu gehen, statt wie vorher gern ängstlich abzutauchen. Das bringt im Beruf Vorteile, wo sogar eine Führungsrolle errungen werden kann. In der Liebe werden Krebse wagemutiger, Singles flirten nun mit großem Selbstbewusstsein, Gebundene vertiefen ihre Beziehung, indem sie zu ihren Bedürfnissen stehen und sich ihrem Partner öffnen. Gesundheitlich sollte der Krebs auf seine eigene Intuition hören und regelmäßig Pausen einlegen, da das beschleunigte Tempo dieses Jahres ihn manchmal sehr erschöpft. Löwe. Der Löwe ist ein feuriges Fixzeichen und liebt es sehr, sich selbst darzustellen, und zwar als strahlender Stern in der Hauptrolle seines Lebens.
Mit Mars erfährt der stolze Löwe im Jahr 2023 einen traumhaften Sparringspartner am Himmel, denn der hilft ihm, seine Geltungswünsche hundertprozentig zu verwirklichen. Das einzige Problem ist der mögliche Größenwahn, in den der Löwe bei so viel Glück verfallen könnte. Das ist auch seine Schattenseite in Karriere und Beruf, wo man ihn schätzt, aber seine Großsprecherei nicht leiden kann. In der Liebe sollte der Löwe glänzende Zeiten erfahren, vor allem im ersten Halbjahr, wenn auch die Venus durch sein Zeichen wandert und ihn inspiriert. Gesundheitlich könnte es kaum besser gehen. Allerdings muss der Star des Tierkreises auf Herz- und Blutdruck achten, seine astrotypischen Schwachstellen. Jungfrau. Die Jungfrau ist ein erdbetontes Bewegungszeichen und verkörpert das Prinzip Ich denke. Im temporeichen Marsjahr 2023 kommt sie allerdings kaum zum Denken, da sich die Ereignisse übereilen. Ist es deshalb ein Nachteil, Jungfraugeborener zu sein? Nein, im Gegenteil. Gerade bei all dem Chaos, das Mars anrichtet, braucht man ihre kühle Präsenz im Büro, denn sie ist diejenige, die immer den Durchblick bewahrt. Jupiter und Merkur stehen zudem im ganzen Jahr günstig, sodass sie erhebliche Karriere- und Finanzerfolge sehen sollte. In der Liebe können ihr jetzt Feuerzeichen, Löwe, Widder, Schütze, gefährlich werden. Doch die Sterne erkennen mehr ein Abenteuer als eine feste Bindung. Gesundheitlich hat die Jungfrau durch den Heilerplaneten Chiron ein großes Heilungspotenzial und kann endlich auch chronische Leiden und Beschwerden auskurieren. Waage. Die Waage hat als luftiges Kardinalzeichen stets das wahre Gute und Schöne im Sinn. Doch die Mars-Energie bringt sie aus ihrer Reserve und zeigt ihr, dass all das Gute nicht einfach da ist, sondern dass man täglich neu um es kämpfen muss. Saturn im strengen Steinbock unterstützt diesen Kampfgeist noch und bringt die sonst eher träge Waage ins Handeln. Beruflich könnte sie sich jetzt selbstständig machen oder im Job größere Verantwortung übernehmen, zum Beispiel ein Team führen oder Supervision geben. Liebe und Partnerschaft sind im ersten Quartal 2023 noch unter ungünstigen Sternen, da Mars und Pluto zu Streit anstiften. Doch dann klärt sich der Beziehungshimmel. Gesundheitlich sollte die Waage darauf achten, nicht in den Fehler zu verfallen, Stress mit Soulfood zu kompensieren. Wenn sie dann über ihre Funde klagt, hat sie sich das selber zuzuschreiben. Skorpion. Der Skorpion ist ein wasserbetontes Fixzeichen und wird in der Astrologie von zwei Planeten bestimmt, Pluto und Mars. Die Mars-Energie 2023 treibt ihn also an und stachelt ihn bis ins Innerste auf, endlich mehr vom Leben zu fordern und auch zu erhalten. Da Pluto zudem im Steinbock steht, der für Blockaden steht, könnten jetzt Begrenzungen eingerissen werden, die ihn zurückhalten. Auch unnütze Kontakte werden aufgegeben und die private Freundesliste wird neu sortiert. Beruflich sind jetzt Jobwechsel und sogar auch Firmen- oder Branchenwechsel möglich, doch die sollten gut überlegt sein, da Mars zu übereilten Handlungen drängt. Die Liebe wird im neuen Jahr sinnlich und leidenschaftlich sein, doch Pluto bringt auch Eifersucht hinein. Gesundheitlich hat der Skorpion zwar eine hervorragende Konstitution, doch die kann vom Nervensystem aus geschädigt sein. Schütze. Der Schütze ist ein feuriges Bewegungszeichen und profitiert erheblich von zwei Planeten. Mars, der dem Jahr 2023 seinen Namen reicht, und Jupiter, seinem eigenen Geburtsherrscher. Mars und Jupiter in Union sind ein Traumpaar, das dem Schützen jetzt alle Türen öffnet. Im Beruf können internationale Verbindungen von Vorteil sein, sowie auch Innovationen und Technik, die seine Gewinne nur noch vergrößern. Privat will der Schütze 2023 etwas Neues erleben. Er, der ewige Globetrotter der Liebe, hat für sich selbst beschlossen, jetzt entweder ganz häuslich zu werden, mit Kind und Kegel, oder in die Welt zu reisen und sich vor nichts zurückhalten zu lassen. Gesundheitlich sind mit der Mars-Energie hohe Vitalität und starke Abwehrkräfte gesichert, aber der impulsive Schütze sollte aufpassen, dass sein ungestümes Wesen ihn nicht zu Unfällen hinreißt. Steinbock. Der Steinbock ist ein erdbetontes Kardinalzeichen und liebt es, strebsam nach oben zu kommen. Ganz wie sein Sinnbild, die Gebirgsziege, die den höchsten Berg erklimmt und stolz das Kinn mit dem Bärtchen reckt. Genauso wird der Aufstieg im Marsjahr 2023 sein, denn Mars unterstützt den Steinbock mit viel Energie und Saturn ist zudem ebenfalls im Steinbock und macht ihn noch ehrgeiziger, als er ohnehin schon ist. 2023 kann der Steinbock also Chef werden oder zumindest seinen Chef tief beeindrucken.
In der Liebe wird der Steinbock ungewohnt experimentierfreudig, wozu Uranus im Stier führt. Singles suchen jetzt selbstbewusst einen neuen Partner, Gebundene beleben die Partnerschaft neu und gehen mehr aus. Gesundheitlich hat der Steinbock nun jedoch möglicherweise mit Leiden an den Knochen, am Rückgrat oder mit Zahnschmerzen zu kämpfen. Wassermann. Der Wassermann ist ein luftbetontes Fixzeichen und denkt immer schon in den Kategorien des 22. Jahrhunderts. Dass er darüber die des 21. vergisst, lächelt er charmant weg und man lässt es ihm durchgehen. Im Marsjahr 2023 prallt seine Innovationsenergie mit dem Feuer von Mars zusammen und macht ihn als Erfinder und Innovator richtig Dampf. Was auch immer er jetzt anpackt, wird Zukunft haben. Noch besser ist es, dass Saturn ihn ab Ende Februar in Ruhe lässt und die Blockaden vorbei sind, denn das stärkt ihn im Beruf. In der Liebe könnte er jetzt ungewohnten Tiefgang erfahren, denn Neptun steht in den Fischen und öffnet seinen Blick fürs Karmische, Spirituelle. Gesundheitlich muss der Wassermann darauf achten, dass er seine astrotypischen Schwachstellen, Bänder und Gelenke, nicht überstrapaziert und dass er eine geregelte Work-Life-Balance einführt. Fische. Die Fische sind ein wasserbetontes Bewegungszeichen und brauchen einen Partner, also das geliebte Du, wie eben ein Fisch das Wasser. Im Marsjahr 2023 könnte die charakteristische Verschmelzungssucht des Fisches mit der allgegenwärtigen Aggression und Egozentrik kollidieren und das sensible Seelchen enttäuscht zurücklassen. Doch halt, Neptun ist in den Fischen und Jupiter im Stier, da geht noch was. Im Beruf lernt der Fisch endlich, sich durchzusetzen und Debatten auszuhalten, zu argumentieren, statt gleich emotional zu werden. Jupiter sorgt zudem für gute Finanzen. Seine Partnerschaft gewinnt auch dadurch, dass er als Persönlichkeit reifer wird und seine Bedürfnisse äußert. Gesundheitlich sollte der Fisch sich aber vor einem Übermaß an Genussmitteln hüten, denn die verträgt er im Marsjahr noch schlechter als sonst. Detox ist das Zauberwort.